Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch hier in Leech unterwegs. Und zwar sind wir wieder auf meinen Lightforged Draenei Paladin und wir sind wieder ein bisschen am Questen hier in, ja, wo sind wir denn? Stranglethorn im unteren Teil, also im Schlingendorntal. Und wir müssen uns gerade mit dem Blutsegelbukanieren ein wenig gutstellen. Und dazu bin ich hier schon auf dem Weg in deren Schiff und zu deren Captain, nehme ich mal an. Und zwar, wo ist der Captain? Ah ja, ein Gnome, ich was gesagt, ein Goblin ist es natürlich. Und du sagst uns, was müssen wir machen? Decks schrubben, ernsthaft? Ernsthaft? Ich bin doch nicht hier hergekommen, um Decks zu schrubben. Ja, gut. Okay. Ein Gold will er für diesen Kackmob haben. Bist ja einer. Ach, da macht er das für mich, okay. So, dann da oben haben wir noch eine Quest, oder? Hier müssen wir was besorgen. Aber ein Gold ist schon happig, ne? Jetzt können wir die erstmal abgeben. Naja, ich lasse lieber schrubben, als dass ich selber schrubbe, ne? Das könnte man jetzt zwar auch falsch verstehen, aber wir sind hier jugendfrei. So, das geben wir ab. Oh, ich könnte mir vielleicht mal ein Gear mal anziehen, was ich jetzt hier neu habe. Oh, schon mal, da sind einige Item-Level dazwischen. Das ziehen wir mal an. Und haben wir noch irgendwas Tolles? Nee, das ist, glaube ich, soweit alles. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Limonen? Und was haben wir hier? Kanonenkugel. Nein, muss ich da jetzt runterschwimmen? Kanonenkugeln aus dem Meer fischen? Ist das euer Ernst? Nein, oder? Das willst du nicht, dass ich hier Dinge aus dem Meer fische, Kanonenkugeln? Ach nein, doch, die liegen da unten, ne? Warte mal, ich hab doch hier dieses eine Wasserviech. Das müsste doch schneller sein. Ich glaube, ich habe ein Seepferdchen, einen Rochen habe ich auch. See, ja, nur mit zwei. Das hier. Das ziehen wir jetzt mal raus. Ja, Eredar gab es schon. Kil'jaeni ist ja auch ein Eredar und Archimon und so. Das ist ja klar. Aber es wurde, glaube ich, nie Argus explizit erwähnt. Und so die Rasse der Eredar hast du, glaube ich, auch nie großartig gesehen. Du hast halt bloß diese zwei Kommandanten gesehen, ne? Also das meine ich jetzt in Warcraft 3, soweit ich mich entsinnen kann. Kannst du es ja, weiß ich nicht. Ja, kann man schon, man kann das schon erotisch finden, ja, Anti. Ich find's bloß ein bisschen abtörend, eine Frau zu küssen, die raucht, aber ich bin halt auch nicht Raucher, weißt du? Es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, ob du Raucher oder nicht Raucher bist. So, jetzt muss man mal gucken, wie viel brauchen wir denn noch? Da war noch eine Kugel. Das hier ist Telaship. Ah ja, stimmt, ich vergaß. Da müssen solche Themen auf die Tagesordnung kommen. Geh weg, hi. Oh, nice. Ich war schneller als er. So, eine brauchen wir noch. Oh, ne, ich muss ihn doch killen. Und dann muss ich hier noch irgendwelche Limonen holen. Das ist so anziehend, echt. Okay, Anti, du bist komisch, aber das wissen wir ja schon, dass du komisch bist. So. Es gab hier durch einen Angelwettbewerb gab es auch so eine Verwandlung, da wurdest du so Nadelfränzchen und konntest übel schnell schwimmen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Warte mal, gibt es. Hier ist anscheinend. Ah. Ach, schau mal, das Zeug müssen wir klauen. Ah. Warte, werden die sauer auf uns, wenn wir denen ihr Zeug klauen? Aha. Einzelne Dudes werden sauer auf uns. Du weißt schon, schreibt er, da will er es nicht ausschreiben. Naja, besser ist es, ne? Besser ist es. Ja, das frage ich mich auch. Bei Anti musst du das nicht hinterfragen, weißt du? Der hat sonst keinen, mit dem er reden kann, deswegen muss er das hier machen. Man hat's nie so leicht, ne? So, hier. Ich hoffe, da sind noch. Ne, eins ist hier noch drin. Ach, kacke, ich brauche noch zwei, ne? Ja, schau, jetzt bringen die Mobs bloß nur 350 EP. Das ist halt, ja, weiß ich nicht, so krass.
Anti wollte doch eigentlich aufhören zu rauchen, dachte ich. Ich frage mich, wo ich dann noch hin muss, ne? Weil ich habe noch zwei Kapitel. Ich nehme mal an, wenn ich dieses Piratending hier fertig habe. Oberlappen, ey, okay. Oh, jetzt wird er angepisst hier, ne? Das mag er nicht. Also klar, wenn ich jetzt hier das Piratending abschließe, ne, das werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Quests sein, dann werde ich ein Kapitel kriegen, aber ich frage mich, wo ich sonst noch hin muss, ne? Vielleicht da zu diesem Malstrom da, oder naja, Malstrom ist es ja nicht, aber hier, da war ich eigentlich noch gar nicht, ne? In diesem Zwischending. Und wo ich noch nicht war, Moment. Hier, diese Spitze, da ist glaube ich, obwohl da ist glaube ich ein Hordenlager, ne? Chill mal. Ja, jetzt geht's hoch her, ne? So. Also ich bin schon mal nicht Raucher, ne? Ich rauche nicht. Ich huste auch mehr, als dass ich rauchen würde. Und das ist, ich weiß nicht, ich finde es geschmacklich auch nicht ansprechend. So, das ist der Dude, der gibt mir jetzt 55 Silber für die Quest und hat mir vorhin Gold abgeknöpft, ne? Fürs Deckschrubben. Ach, das Malstrom-Ding ist nichts, da gibt's nur den Tod. Das ist natürlich sehr traurig. So, wo gebe ich jetzt die Quest ab? Deckmatrose, ist das vielleicht oben oder? Ist das unten? Im Keller? Also, im Rumpf, so rum. Am Schiff heißt Rumpf, glaube ich. Tja, hier ist einfach mal gar nichts. Kannst du mir mal sagen, wo ich die Quest besorgt? Die, okay. Ah, nein, ich bin Kacknoob. Weißt du, wo es ist? Das ist an Deck. Jetzt packen wir mal die ganzen Seefahrersprüche aus hier. An Deck ist es, und zwar oben. bei dem Tauren. Gut, und jetzt? Alle Quests fertig, oder was? Ah, jetzt muss ich wieder zu dem Typen runter. Ja, du bist auch nicht Raucher. Ja. Erzähl doch nix. Nee, jetzt muss ich mich beim Flottenmeister melden. Ach so, jetzt habe ich mich quasi beim Captain hochgearbeitet und jetzt geht's zum Flottenmeister. Eine Modesünde, okay. Da kann ich nicht mitreden. Ah, shit. Da ist die Latte zu schmal, ne? So, jetzt schauen wir mal, was der Flottenmeister sagt. Ob da mehr geht. So. Immer da draußen. Was muss ich denn jetzt machen? Ach so, ich muss irgendwen mit Kanonenkugeln treffen. Wahrscheinlich habe ich oben eine Kanone. Aha. Ah, das ist diese. Ach so, das musst du justieren. Aha. Ach scheiße, was ist denn das für ein Mist? Dann kann ich einmal schießen. Ach so, ich muss quasi da, wo es hinfährt, justieren und dann schießen. Oh, das ist ja ein Dreck. Okay, also warte. Schieß. Na, ja, das sieht gut aus, oder? Hey, ihr habt den voll getroffen. Kann mir jetzt keiner was erzählen. Da kann mir keiner was erzählen. Also was ist denn das hier? Bereit, zielen, Feuer, okay. Warte, ich muss ein bisschen. Oh nein, das ist. Weißt du, so ein Aiming-Zeug, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Oh scheiße, ich habe zu schnell geschossen. Komm, ich habe den doch voll getroffen. Was ist denn mit euch? Okay, bis zum Ende der Folge werde ich jetzt nur noch. Nein, das war schon wieder zu lang. Oh nice, ich habe ihn getroffen. Okay. Komm, schieß. Nice. Ich muss oben drauf schießen, jetzt check ich das. Ja, ich hab das jetzt voll raus. Ich hab das voll raus. Easy. Schau, jeder Schuss ein Treffer. Easy. Ich darf nicht da hinschießen, sondern ich muss da oben halt drauf schießen. Easy.
Ja, du musst halt bloß checken, wie es funktioniert. Ich habe halt immer quasi da so ein bisschen, ne? Ich hab, war da ein bisschen zu übereifrig. Hey, warte mal, hier ist irgendwo noch eine Quest. Wo ist denn die? Ja. Ach, da, schau mal, der Zwerg hat sich versteckt. Der Kleine. Was muss ich denn machen? Ich muss na. Ah, ich muss auf der Insel Ninja töten. Okay, ja gut. Klar, Piraten haben immer Ärger mit Ninja. Das ist allseits bekannt. So, was müssen wir jetzt machen? Ach, und wir müssen die Venture Co. quasi ausmerzen. Okay. Ah, hier kann ich den Dude beschwören, okay. Das CSGO kann kommen, okay. Interessant. Ach, ist das räudig? Ach ja, aber ich hab's ja geschafft, die Kanonenquest. Was aber ich sagen würde, dass Ankritin unserer Beziehung im Wege steht. Ich weiß nicht, ob wir beide eine Beziehung miteinander haben. Ich glaube eher mal nicht, Anti. Ich glaube, da hast du dir ein bisschen zu viel eingebildet. So, eigentlich könnte ich die Beleuchtung jetzt ein bisschen hochdrehen, aber naja. Achso, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich hier diese komische Dings einmal holen. Und der findet jetzt die Ninja für mich, oder? Der hat hier den Durchblick. Ach, schau mal. Hier haben wir doch schon mal einen. Ist sogar neutral, der Ninja. Ich weiß nicht, wie er letzte Nacht neben dir lag, aber ich war es nicht, ne? Wahrscheinlich deine Gummipuppe. Nehme ich mal ganz schwer an. Ach, diese blöden Ninjas. Die Ninjas einen sich hinter einen. Was wir. Warum? Wozu 50 Stars? Nee, ich spiele die sicher nicht alle. Die sind für bestimmte Loot-IDs. Das hat. Zum Beispiel hier für die World-Bosse, ne? Oh nein, der Ninja hängt im Baum drin. Das ist ein krasser Ninja, ne? Nicht, ist er verbuggt. Oh. Ah, jetzt hat er sich aus dem Baum rausgebuggt. Wunderbar. Wunderbar, so muss das sein. Und Galion hat wieder nichts gegeben. Könnt aber. Oh, Scheiße, ich muss 15 Ninja umboxen. Das ist aber richtig viel. Können wir die ein bisschen zusammenziehen? Geht das? Wäre doch mal schick. Da stehen halt immer einer rum, weißt du? Ernsthaft? Warum kann ich nicht angreifen? Komm her, blöder Ninja. Warte mal, das machen wir mal anders hier. Mal E-Schlag, Luftschlag anfordern. What the fuck, die kriegen. Hä, haben die denn nicht keinen Schaden gekriegt von dem Sch. Hä, was war denn das? Warum haben die denn davon keinen Damage gekriegt? Normalerweise grillt das alles. Ja, gut, ich habe auch relativ viel Gold gemacht mit meinen Chars. Das ist richtig. Über den Missionstisch, ne? Mal halten die so viel aus, oder was ist mit diesen Ninjas verkehrt? Oder mache ich irgendwas falsch? Brauche ich diesen einen Dude da, dass er die irgendwie verwundbar macht, oder? Irgendwie kriegen die gar kein. Jetzt kriegt er wieder Damage. Jetzt, wo der Typ da ist. Irgendwas läuft da nicht richtig mit den Ninjas. Ich hab das zwar noch nicht so ganz raus, aber irgendwas läuft da nicht. Anti, fühlst du dich vernachlässigt, weil ich nicht im TS bin oder was ist los? Hättest du was gesagt, wäre ich schon mit ins TS gegangen. Nicht so das Problem mit. Ich kann hier nicht an. Was ist denn das für ein Scheiß? Die Mobs sind irgendwie leicht buggy. Steht der da wieder nur rum und macht nichts, ne? Warum macht der denn nichts? Schau mal, der Ninja, den ich hier im Target hab, kriegt irgendwie nicht so den Damage. Irgendwie sind die tricky, die Typen. Weiß nicht, die werden irgendwie so als halb stealthen, ne? Die kriegen den ganzen AE-Schaden nicht. Warum auch immer.
Ach, ihr fühlt euch vernachlässigt. Warum ist Caro wieder im TS? Was benutzt du doch jetzt nur als Lockmittel? Ich dachte, Caro hast du verärgert und die mag dich nicht mehr. So, einmal nach unten. Niemals, so. Blackrock, ganz ruhig, das war die, die ich quasi Anti vermitteln wollte, aber Anti hat's verkackt. Ja, auf voller Linie. Leider. Anti hat er nichts drauf, weißt du, außer Zahnbelag. Was, ihr liebt euch nach wie vor? Schau mal, die kriegen halt von dem ganzen AE-Shit, kriegen die halt kein Damage, warum auch immer. Wenn ich jetzt hier nochmal AE reinrotz, das tötet eigentlich alles. Macht einfach gar keinen Schaden an den Viechern. Es ist ja richtig rotzig. Schau mal, mein ganzer E geht komplett ins Leere. Hier keine Damage-Zahlen. Ich hasse diese Ninja-Viecher, echt. Ich muss die alle Single-Targeten. Irgendwie sind die halt buggy, die kannst du halt nicht AEen. Warum auch immer. Und ich mache halt fast mit allem AE. Schau mal, der Hammer fliegt einfach durch, das juckt den halt nicht. Schau mal, ich kann Hammer schmeißen, passiert gar nichts. Ah, ist das ein Dreck. Und mein Dings auch nicht. Mein Schild, der Hauptschaden. Das ist ja richtig ein Dreck. Weiß nicht, warum das so buggy ist. Eigentlich bringt es gar nichts, sie zusammenzuziehen, ne? Gut, ich brauche jetzt nur drei Stück. Das Hass ist viel wichtiger, also so. Ernsthaft, ich kann die eigentlich nur mit einem einzigen Zauber angreifen. Nur mit Richturteil. Ist das Blizzards fucking Ernst? Ich kann nur mit Richturteil draufhauen, ne? Hier. Schau mal, wenn ich jetzt einfach nur den Hammer mache und kein Auto-Hit mache, da passiert einfach gar nichts. Passiert nichts. Der fliegt da genau durch. Machen wir mal Auto-Hit aus und schmeißen mal ein Schild drauf. Hier. Juckt dir nicht. Das juckt dir nicht. Das Schild wirkt einfach gar nicht. Was nur durch Hass kommt man weiter. Oh, das ist aber eine gefährliche Einstellung. Ich glaube, du hast zu viel Star Wars geguckt und bist der dunklen Seite der Macht erlegen. Karo ist dein Leben, okay, interessant. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Oh shit, den will ich nicht nochmal pullen, den Gro. Ah, fuck it. Fuck it, ich habe ihn gepullt. Jetzt habe ich den großen Affen am Arsch. Klingt irgendwie falsch, ne? Aber gut. Den großen Affen am Arsch zu haben, klingt falsch. Anti, ich glaube, wenn Caro im TS wäre, dann wäre die ja auch hier und könnte was im Chat schreiben, weißt du? Also, die Story klingt nicht so ganz durchdacht, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Schultern brauche ich eigentlich auch nicht. Die Waffe brauche ich nicht. Muss ich da nochmal ganz hoch gehen und oben diese Venture-Co-Typen machen. Mehr Grautöne. So, wie machen wir das jetzt mal am geschicktesten? Ich würde mir jetzt noch ganz gern was zum Trinken holen. Ich mache jetzt mal kurz Autowalk und hol mir was zu trinken. Ach fuck, ich bin fast abgeraucht. Was ist denn da los? Ihr merkt so beeilt. Was ich gerade nicht verstehe, ich war gerade bei mir in der Küche, ne? Ich habe ja so eine WG mit den Brüdern. Da steht quasi ein Bierglas, halb ausgetrunken, alleine auf dem Küchentisch. Warum auch immer, ja? Also ich weiß nicht, was das für eine traurige Party war, aber viel ging da anscheinend nicht, vor allem ein halb ausgetrunkenes Bierglas.
sobald es um Frauen geht, geiern da Leute rein. Das ist unglaublich. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Warte mal, ich hätte da wahrscheinlich irgendwo ein Flugzeug holen müssen, oder? Sprecht mit Ruderer der Blutsinger außerhalb der. Warte mal, ich muss mit irgend so einem Ruderer-Typen sprechen. Wo ist der? Tja. Also hier oben, die muss ich töten. Aber wo ist der Ruderer? Der soll anscheinend außerhalb von diesen Plattformen sein, ne? Also hier ist schon mal nix. Ach so, ist das so? Hm, naja. Naja. Also hier ist auf jeden Fall schon mal nix. Ah, schau, das ist wieder sowas, wenn du nicht weißt, wo die Quest genau losgeht, dann machst du da ewig rum, ne? Das ist das Problem an der Geschichte hier. Tja, 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 tja. Kennst nichts Besseres, so wie. Ja, gibt auch schon bessere Sachen. Man muss ja nicht immer reingeiern, weißt. Nicht das Böse. Oh, du bist auch ein bisschen durch, ja? Also keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Irgendwie kommt man da anscheinend hoch. Ich muss mit irgendeinem quatschen. Aber der Typ wird ja nicht auf der Karte angezeigt, mit dem ich quatschen muss, ne? Tja. Ach so. Die beantwortet sich von selber. Ich würde das eigentlich ganz gerne hier fertig questen, aber. Will ich da nicht hochkommen? Ist blöd. Oder vielleicht ist hier irgendwo noch so ein Dude, weißt du, der mich da hochbringt? Sieht eher schlecht aus. Also hier habe ich ja irgendwo die Quest angenommen, ne? Vielleicht muss ich mit einem von denen hier sprechen, aber ich muss mit irgendeinem Ruderer. Wo ist denn der Ruderer? Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich möchte mit dem Ruder der Blutsegelbrücke außerhalb der Pumpstation. Warte mal, der ist. Das Purpurschleier, das ist eines von diesen Schiffen, oder? Das ist gar nicht. Es geht gar nicht um die Pumpstation. Warte mal, ist das vielleicht. Was ganz schön warm hier. Wo habe ich denn das angenommen? Das habe ich doch bestimmt auf dem oder dem Schiff da hinten angenommen. Jetzt Moment mal. Hier war das mit den Kanonen, ne? Hier muss irgendein Ruderer sein. Ha! Ich habe ihn gefunden. Ich dachte es mir doch schon. Was gibt's? Ich brauche ein Boot. Ach so. Ah! Den muss ich sogar gar nicht manuell runterschießen, sondern ich habe hier eine Kanone. Ganz ehrlich, dafür, dass der seinen Stecken da nur ganz minimal reinhält, ist der Fall ganz schön sch. Oh, Kacke, ich muss jetzt schießen. Kacke, was schi. Der fährt ja. Kannst du mal ein bisschen. Ah, okay, jetzt macht der Slowdown. Ah, so geht das. Oh, das ist halt nix. Okay, wenn er da weiterfährt. Achso, ich hab sogar was hier erwischt. Ich hab sogar was hier erwischt. Ja, nice. Ich wollte hier schon aufgeben. Oh, jetzt sehe ich halt hier gar nichts mehr. Treffe ich da oben was? Nee. Hier kann ich noch wer herwischen. Ah, jetzt fehlt er genau weiter. Kacke.
Ja, komm, da sind genug. Da müsste ich einige kriegen. Ganz ehrlich, das ist halt blöd, dass er dann immer dieses locken muss. Ach, Anti. Immer nur das eine Thema, hä? Ah, komm, ein einziger Mob fehlt mir. Ernsthaft? Ein einziger Mob? Oh mein Gott. Space, der war nicht schlecht. Den muss ich dir lassen, der war nicht schlecht. Warte mal, der fällt jetzt aber nicht wieder nach Hause, oder? So, jetzt sind wir fertig. Und nach Hause. Rückkehr. Für den Erzin. Schau mal, der tut da mit dem kleinen Stecken, der nicht mal ein Ruder hat. Das ist nur so eine Lanze, die durchs Boot durchgeht. Rudert da quasi. Und dass wir in so einer Geschwindigkeit fahren. Ernsthaft? Und der rudert halt nicht mal wirklich. Schau mal, der mit seinem runden Stecken. Der hat halt keine Wasserverdrängung, ne? Eieieiei. Musik an die Wand. Also jetzt schalten wir alle mal wieder einen Gang runter, würde ich sagen, ne? Und vielleicht auch zwei Gänge. So, jetzt müssen wir wieder zum Flottenmeister gehen, oder? Und das Ganze abgeben. Und dann mal gucken, was da noch an Quest kommt. Dann müssten wir doch jetzt hier langsam mal durch sein. Ah ne, wir müssen zu dem gehen, nicht zum Flottenmeister. Das Schild habe ich noch gar nicht. So. Flottenmeister. Oh. Müssen wir aufs nächste Schiff. Na, anscheinend gibt es doch noch ein paar Quests hier. Auf den Sieg für die Horde. Ja, nee. Jetzt spiele ich gerade wieder Allianz. Jetzt ist eher für die Allianz wieder angesagt. So, jetzt muss ich mal schauen, wo bin ich denn gerade? Char habe ich noch nicht umgeboxt. Das ist jetzt der nächste, den ich wieder brauche. Für Sylvanas. Ich frage mich ja, was Sylvanas und so vorhat im nächsten Addon. Ich glaube, die planen wieder unheilvolle Dinge. Oh, da gibt's wieder richtig viele Quests. Dachte jetzt eigentlich schon, dass ich hier so gut wie durch bin, ne? Ach so, hier muss ich jetzt einige Sachen sabotieren. Warte mal, jetzt holen wir alle zusammen. Und dann boxen wir sie um. Ah, so macht es Spaß, alle weggehen. So, das haben wir schon mal sabotiert, das Ding hier. Ach komm, Leute, jetzt hier keine Beleidigungen um sich schmeißen. Okay. Haben wir hier für einen Typen, der verkauft Zeug? Müssen wir denn jetzt nochmal ein Schießpulver sabotieren? Das müssen wir wahrscheinlich oben machen. Oh, der Char ist da. Und dann muss ich noch ein paar Dudes umboxen. Ach, der Reeks kennt sich da aus, wie man schreibt, hä? Schau mal an. Ah, das muss ich auf einem anderen Schiff machen, aber hier muss ich dann noch die Mannschaft dezimieren. Mal gucken, ob das auf den anderen Schiffen auch geht. Müssen wir mal schauen. Ich glaube dann, wenn wir hier alles sabotiert haben, dann müssten wir eigentlich langsam fertig sein. Und was haben wir gekriegt? Wieder nix. Natürlich wieder nix. Ach, als Teilzeitrusse hast du einen Ruf, okay. Das wusste ich gar nicht, dass du da was zu verlieren hast. Schau mal, ob wir unter Deck hier wieder Typen umboxen können. Quasi da, wo es keiner sieht. Aha, okay, jetzt warte, ich muss bloß meinen Char immer hier raus manövrieren.
So, fliegen wir darüber und jetzt quatschen wir hier wieder die ganzen Piraten an. Kann ich nicht einfach alle hier angreifen? Weißt du, das wäre ein bisschen einfacher, wenn die neutral wären, dann müsstest du nicht jeden anquatschen. Vor allem, ey, du kannst manche angreifen und die anderen machen halt nichts. Jo, Varus, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, das sind genug, oder? Einen brauchen wir noch, wunderbar. Jo, nehmen wir das Ding. Und dann müssen wir wieder was sabotieren. Ich frage zwar, wie man Schießpulver sabotieren soll, aber gut, hinterfragen wir das mal nicht. Achso, dann müssen wir mit einem Dude noch sprechen. Ah, das ist beides auf dem letzten Schiff, okay. Einmal noch rüber. Dum-dum-dum-dum, einmal hochgehatscht. So, mit wem müssen wir quatschen? Wahrscheinlich wieder mit irgendjemandem, der im Schiff drin ist. Na. Okay, mit dem schon mal nicht. Sabotieren wir erstmal, würde ich sagen. Ah, da haben wir was zum Sabotieren. Gut. So, jetzt schauen wir mal, wo der ist, mit dem ich quatschen muss. Der müsste eigentlich genau hier sein, ne? Ist der, oder? Ist der vielleicht an Deck? Sind der Typ? Warte mal. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich hier nicht zu weit fliege bei Rukma. Und zwar machen wir jetzt einfach mal hier Ta. Wie heißt der Dude? Mary. Ich krieg hier keinen Mary ins Target, Ta. Hier, das ist er. Wo ist der Typ? Ich habe ihn jetzt mal gemarkt. Warte mal, und ich nehme ihn jetzt mal ins Fokus. Er steht genau. Ah, da steht er, okay. Aha, Hammann. Gut, okay, jetzt müssen wir zurück nach Beutebucht. Eigentlich, wenn ich jetzt clever gewesen wäre, hätte ich da den Ruhestein angenommen. Und dann hätte ich mich wieder reinporten können. Das sollte man eigentlich machen, ne? Jetzt muss ich wieder ganz außen rum. Oder warte mal, ist es so rum? Könnte vielleicht fast sogar schneller sein, ne? Schießpulver kann man nass machen. Okay, ja gut, das leuchtet mir ein. Das leuchtet mir ein. Aber es wird doch dann auch wieder trocken, oder? Also, oder ist es vielleicht doch länger? Wäre ich doch lieber außen rum geritten. Naja. Rübergeflogen wäre natürlich am allerschnellsten, ne? So, ich denke mal, wir wären 42, wenn wir das ganze Zeug abgeben. Ui, hier macht einer ein Autorennen. Höre ich da draußen nur? Boah, 44er Item-Level haben wir, ne? Gar nicht so verkehrt. So. Na gut, da muss das schon gut außen rum, ne? Ja, da ist schon noch einiges zertrümmert hier. So nach dem Kataklysmus, du siehst schon, dass da wirklich einiges kaputt ist. Also langsam könnten sie es mal wieder aufbauen, ne? So langsam wäre es eigentlich schon angebracht. So, wo muss man das abgeben? Wahrscheinlich wieder oben beim Hauptfritzen. Ob ich schon eine schnelle Reiten habe? Ja, doch, oder? Lauftempo? 170%, warte mal. Nee, eigentlich müsste ich auf 200%. Jetzt habe ich nur das langsame Reiten. Aber mit 40 kannst du das schnellere holen, ne? Es kann sein, dass ich nur das Langsame habe. Ja gut, dann müsste ich mir vielleicht mal das Schnellere holen. Was ist Hero drin? Bekommst du den Teilerfolg nicht? Das ist natürlich blöd. In Beutebucht muss ich irgendeinen Typen finden. Ach, der scheint hier drin zu sein.
Ah, das Fass haben wir doch vorher angeklickt, ne? Da war doch was. Was bebt denn da so? Das war gerade anscheinend nicht so gut. Oh, Sheet. Shit's on fire. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt irgendwie darunter abgeben. Die Quest kenne ich echt nicht, dass hier die in. Das ist aber cool, dass die in Beutebucht angreifen. Das finde ich sogar echt ganz nice. Muss man auch auf das Schiff da drauf dann? Wahrscheinlich schon, ne? Komme ich da irgendwie drauf? Ah, das war jetzt vielleicht eher ziemlich dumm gerade. Das war jetzt so versucht und nicht gekonnt, ne? Einfach mal so versuchen, auf das Schiff drauf zu springen. Das war eher blöd. Ziehen wir sie mit, oder? Was müssen wir denn jetzt eigentlich alles machen? Ich muss diese Typen töten und die Kusanen, die sind aber auf dem Schiff drauf. Und wie kommen. Oh, super, jetzt resetten die, oder? Wie komme ich denn auf das Schiff hoch? Gibt es da irgendwo einen. Warte mal, ich kann da bestimmt hochspringen vom Ding aus, oder? Von ganz oben hätte ich draufspringen können, wahrscheinlich. Mal gleich mal gucken, aber ich muss eh von denen hier einige töten. Brauche eh diese Bomben hier. Ach, geh jetzt weg hier. Dreckiger Typ. Ah, okay. Das haben wir schon mal eingesackt. Und auf 42 bin ich auch aufgestiegen, ne? Nicht, dass das jetzt hier sonderlich. Also, ich weiß nicht. So viele Level habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Das hat sich jetzt schon ein bisschen gezogen. So, da geht er down. Da, oh, da gibt's ein Seil. Ah, okay, I see. So kommt man da also hoch. Gibt's hier keinen Captain, den man umboxen muss? Also das hätte ich mir jetzt halt gedacht. Dass hier den bösen Captain. Kommst du? So ein Hund. Will er einfach nicht. So, drei brauchen wir noch. Gehen wir in den Keller. Ist da. Nee, hier ist echt kein Captain drin, ne? Zum Glück hältst du das Pala ein bisschen was aus. Und gleich wieder die Heilung drücken. Easy. Ah, das Pala Heiler, das Pala Tank levelt das schon recht gut alleine. Da kann man nichts sagen. So, Schiff einmal ausgemerzt. Dann wieder raus aus dem Dings hier. Und habe ich jetzt schon. Ja, genau. 3 von 4 habe ich Kapitel. Jetzt mal gucken, was hier noch so kommt. Ich nehme mal an, irgendwie den Boss-Dings muss man bestimmt hier auch nochmal killen. Das war es sicher noch nicht. Aber ganz ehrlich, warum ist denn das Schiff so rum im Dings drin? Das muss hier erst. Das muss hier rückwärts reingefahren. Oh, da sind noch mehr Schiffe. Das muss ja dann irgendwie rückwärts hier reingefahren sein, ne? Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Müssen wir wieder nach oben. Ah, blöd. Blöde Sache das. Die Heilung bringt mehr, wenn ich in der Weihe stehe. Echt, ist das so? Während ihr euch. Ja, okay. Da hast du vollkommen recht. Das ist richtig. Das sind eigentlich so Sachen, die sollte man vielleicht wissen, ne? Aber gut. Gut, dass du sagst. Hätte mal wissen können, ja. Das ist. Bisschen Fail an der Stelle von mir. Gut, was müssen wir jetzt machen? Hinter muss ich jetzt? Das ist die einzige Quest, die ich hier bekomme. So, was müssen wir jetzt machen? Ah, ich muss mit einem sprechen. Okay, Bock.
Schau, deswegen nehme ich den. Deswegen habe ich jetzt den Dings aufgemacht, ins Target und ins Fokus. Dann sehe ich nämlich auf der Karte, wo der steht. Ah, der steht gleich hier. Ah, schau. Hier. Mit dem muss ich sprechen. Weil, wenn ich jetzt nicht geguckt hätte, wäre ich da hingelaufen. Mich hat es aber gewundert, dass hier 85 steht. Ne, 85 Mobs umhauen. Und meistens, wenn du so viele töten musst, dann ist es irgendwas mit einem Fahrzeug. Also zu 95% ist es irgendwas mit dem Fahrzeug. Ich glaube, ich kenne keine Quest, wo du wirklich hingehen musst, wo die Quest dir sagt, kille über 50 Mobs, ne? 20, okay, mal vielleicht 30 Mobs killen, das mag sein, aber alles drüber ist meistens dann, wo du was looten musst, ne? Oder halt so wie hier, dass du was abwerfen musst. Ich dachte mir das nämlich schon fast. Wahrscheinlich, wenn wir wieder zurück sind, müssen wir dann wahrscheinlich irgendeinen Boss oder so machen. Ganz ehrlich, die hatten doch da vorhin, hatten die drei Schiffe, ne? Oder vier. Und jetzt haben die auf einmal 10 Schiffe? Keine Ahnung, wo kommen die ganzen Schiffe her? Irgendwie komisch. Haben die da noch mal ein bisschen was gebastelt? Oh, schau mal hier. Landungsboot. Jetzt legen sie aber richtig los hier, ne? Die Blutsegelbuccaneere. Ach so, wir müssen, möchte noch zerstören. Kleinen Schiffle muss ich nur kaputt machen. Schon schießen wir noch ein paar hier ab. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Nee, die Info war ja gut. Ich habe da einfach nicht mehr. Also ich wusste das zwar mal, dass man am besten das in der Weihe macht, aber ich habe da jetzt einfach nicht mehr dran gedacht, ne? Ich dachte, dass das eine Dingsfähigkeit war, weißt du, was du mit der Artefaktwaffe skillen konntest. Aber es war gut, dass du es gesagt hast, ne? Heile ich mich mehr. Ist eine gute Sache. So, sind wir fertig, oder? Rückmaß spawnt auch gerade. Wunderbar, batsch mal den noch weg. Wunderbar. Da geht der Hops. Jetzt bin ich auch fertig. Und willst du mir mal meinen Mount geben, lieber Ruckmann? Ne, will er nicht. Hat er keine Lust drauf. Da hat er keine Lust drauf. Und der hopst hier bloß noch rum, ne? Komm, Waffe. Ah, schau, jetzt müssen wir einen Dude töten. Müssen wir auch jetzt wieder. Ah, schau mal, ich muss wieder mit dem Typ sprechen. Deswegen schaue ich mir jetzt die Quests an, ne? Genau deswegen schaue ich mir jetzt die Quests an. Weil sonst wäre ich da wieder per Fuß hingelaufen. Echt? Ja, stimmt, ja. Während der Effektbereich war ja offen. 20% erhöht. Okay, das ist nicht schlecht. Definitiv. Ja, sowas kann man, solche Infos kann man brauchen. Worldburst. Jetzt muss bloß mal gucken, welcher mir noch fehlt. So, hier der Monkeys fehlt mir noch und Spartacus fehlt mir auch noch. Okay. Switchen. So, jetzt müssen wir den Boss umbotschen. Der ist wahrscheinlich da unten in seinem kleinen Raum. Der hier fehlt mir noch. Oh, der Papagei ist auch dabei. Ja gut, das war's, oder? Warum flacke ich denn jetzt am Boden? Okay. Haben die das jetzt bombardiert und deswegen. Okay, war das jetzt nötig? Jetzt habe ich den umgeboxt. Ah gut, zum Glück bin ich gleich wieder hier, das ist gut. Abenteuer wartet. Nice, jetzt bin ich hier mit dem ganzen Bums fertig. So. Okay, und jetzt kann ich mich mit dem einen Typen in die Pestländer hochdingsen. Ich würde jetzt aber sagen, dass ich jetzt nicht mehr mit den Pestländern anfange, sondern ich möchte es jetzt mal mit den Mob. Warte mal. Hier, das in Elvin wird aber gar nicht funktionieren, ne? Oder? Weil Elvin scaled ja bloß bis. Oder? Elvin scaled ja bloß bis. Warte, mach das mal groß. Bis 20, oder? Ja, schau, Elvin scaled bloß bis 20, da kannst du gar nicht.
Dieste. Okay, also du müsstest quasi einen Farm finden, der hier in Dings ist. Der hier in den Gebieten ist es nicht am, das also quasi kein Startgebiet ist, ne? Nur dafür wird es funktionieren, quasi Mobs zu farmen. So, jetzt habe ich zwei Optionen. Wenn ich gehe erst nach SW zurück oder ich gehe in die Pestländer hoch. Jetzt haben wir aber schon, also oder ich fange die Pestländer das nächste Mal fresh an. Das wäre die andere Option. Warte mal, ich brauche jetzt mal noch irgendeinen Händler. Ja, warte mal, der kann da was verkaufen, oder? Ja, wunderbar. Und das große. Ah, warte mal, ich hole mir erstmal das Fliegen. Oder nicht das Fliegen, sondern das schnelle Reiten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich habe nur irgendwas, was anscheinend besser vom Item-Level scaled. Nee, das ist lower. Schmuck auch. Das auch. Nee. Weg damit, weg damit. Nix. Ah, schau mal, das Schild wäre sogar höher, aber das lohnt sich nicht anzuziehen. Der Kopf wäre sogar auch höher. Nicht schlecht. Gut, die Waffe können wir jetzt mal wegtun, weil das wird eh nichts mehr. Die kann ich eh nicht benutzen, leider, leider. Achso, warte mal, ich könnte mich jetzt nochmal. Ich könnte es nochmal probieren. Wir queuen hier einmal und dann porten wir uns bloß einmal schnell noch raus. Dann holen wir uns nämlich auch das schnelle Reiten. Dann machen wir das mal. Machen wir das mal. Ah, das kann gut sein, dass mir es deswegen nicht aufgefallen ist, stimmt. Naja, das holen wir uns jetzt einfach mal, die Reitgeschwindigkeit. Ich muss mir mal den Ruhestein umsetzen. Muss mir wirklich ein SW setzen und nicht hier in dem Schuppen, weil da muss ich jedes Mal wieder durchlaufen, ne? Das ist ein bisschen nervig ist es. So, einmal darüber. Mit dem gehen wir nach MOP und mit dem anderen nach SW. Naja, früher hattest du auch diese Aura, ne? Da war das noch ganz nice. Mit dem Movement Speed. So, ich suche mal Flugmount, ne? Aber ich kann ja nicht fliegen. Aber zumindest das schnellere Reiten kann ich mir jetzt holen. Und was kann ich. Ah ja, schon mal, die Dinger kann ich auch noch abgeben, die Quest. Das machen wir dann auch gleich nochmal. Bis ich hier quasi den Proc hab. Vielleicht habe ich diesmal eine Gruppe, die jetzt die nicht ganz tryhardig sind. Schau mal, hier habe ich auch schon neue Quests. Ich müsste dann halt, um quasi in die Pestländer zu kommen, den Port unten in Schlingendorntal annehmen, ne? Also jetzt weiß ich nicht, ob es schneller ist, nach Schlingendorntal wieder zurückzufliegen, um mich hochzuporten. Oder ob es schneller ist, quasi einfach so nah in die Pestländer hochzufliegen, ne? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Müsste mal, naja, wohl nach unten ist, glaube ich, schon schneller. Aber bis ich da ganz hochgeflogen bin, bin ich eher da runtergeflogen. Oder ich finde vorher noch irgendwelche Mobs raus, wo ich gut hochgrinden kann. Das möchte ich halt eigentlich auch noch testen, ne? Ob es da irgendwas geben würde. What the fuck, was ist das hier? Hey, warum hat denn der so einen riesen Rahmen um sich rum? Was ist denn mit dem? Das ist ja fast wie bei so einer, bei dieser Rogue-Quest. Damals in, nach wie heißt's hier, oben bei den Worgen, ne? Da gab's ja diese Rogue für die Legendary-Quest, da hattest du auch sowas. Ah, schau mal hier. Jetzt habe ich das schnellere Reiten. Oh ja, doch, das geht schon ab. Ja, ich kann ja diese hier Tiefenbahn nehmen. Das wird schon gehen. Ja, okay, das ist schon deutlich schneller. Das ist richtig. Das ist schon deutlich schneller. Was ist denn, ich mich frage, ob ich mit dem Pala einen Mob, ob ich die Elite-Mobs in Dings tot kriegen würde. Hier ein paar Quests abgeben gehen. Naja, gut, die bringen so gut wie nix. Was sind das für Dinge? Ja, die. Ich wollte jetzt eigentlich zum Abschluss hier nochmal in die Instanz rein, die ich ganz am Anfang nicht hingekriegt habe. Also ich versuche jetzt einfach mal, was, wenn ich hier, ob ich hier einen Mob umgeklopft krieg. Pala kann sich ja relativ gut heilen, ne? Ob das krass EP bringt. Hier sind natürlich gleich ein paar Elite-Mobs. Jetzt habe ich einen Proc. Sobald ich am Sterben bin.
Immer ein paar habe ich schon gekillt. Kleine, bringen jetzt hier. Gut, ich brauche die Elite-Mobs, ne? Oh nein, fuck, ich habe die Bubble zu spät gedrückt. Okay. Ja gut. Ich glaube, die kannst du nicht effektiv farmen. Die hauen zu sehr rein. So, jetzt gucken wir hier. Dass ich das noch mitnehme heute zumindest. Wäre ja traurig, wenn ich mit dem der Einzige wäre, wo ich es nicht packe. Was haben wir denn hier? Ein 91er, ein 74er, 110er und ein 110er. Ja, mal gucken. Achso, ja, die Weihe. Die macht halt so wenig Schaden. Ich spiele jetzt immer sehr offensiv. Ne? Klar, es wäre sinnvoller, die Weihe zu legen. Aber auch selbst dann hauen die, glaube ich, zu sehr rein. Also weißt du, vor allem selbst wenn ich die töten würde, die müssten dann schon 5-6 KEP bringen, dass ich es rentieren würde, die zu töten. Ich kann es gern gleich nochmal versuchen nach dem hier. Aber die haben halt schon allein so einen hohen Life-Pool, dass das zu lange dauert, die umzuboxen. Schauen wir, dass wir gleich das Ding hier einmal machen. Wahrscheinlich kriege ich dann gleich nochmal dieses blöde Ding raus, ne? Ja, nur dann wird es sich halt rentieren, ne? Weil die halt schon zu lange sonst brauchen, die umzuboxen. Ah, da hat einer hier einen Taunt an, hä? So einer. So einer aber auch. Müsste ich mal gucken, welche Mobs sich rentieren würden, weißt du, zum Weggrinden. Ob einfach mal zu gucken. Oder hat vielleicht von euch sogar jemanden einen Spot, wo man mal schauen könnte? Das wäre noch interessant. Weil das wäre halt die dritte Option neben Questen und Dungeons rennen, ne? Noch die Grind-Geschichte. Also früher war halt Grinden immer so semi-optimal, weil du halt immer, weiß ich nicht, 5-6 Level in einem Spot warst und dann konntest du eigentlich wieder einen neuen holen, weil die Mobs ja dann quasi schon grün waren, es dann nichts mehr gebracht hat. Aber mit dem Scaling kannst du theoretisch 50 Level, ne, an einem Spot bleiben, wenn es optimal läuft. In Siltus, aber Siltus ist doch relativ hoch noch, oder? Es haben, glaube ich, manche ein Mindestlevel. Warte, wenn wir jetzt mal gucken. Siltus. Ja, 40 bis 60 ist Siltus. Oh, der Kern ist verwundbar, jetzt können wir drauf. Jetzt müssen wir alles geben. Oh, weia. Die Gruppe kackt ab. Oh nein, wir müssen mehrere Phasen spielen, das sehe ich jetzt schon. Oh nein. Ich habe kein Ziel. Zu weit entfernt. Demet, warum? Warum? Naja, zumindest ist er auf 34%, nicht so wie bei der anderen Gruppe, wo der irgendwie nur über 50% war. Rob, hey, grüß dich. Da ist ein Monk besser aufgehoben. Ja gut, in Silithus, da sind ziemlich viele Mobs zusammen, ne, die du wegmachen kannst. Das stimmt. Man braucht halt am besten ein Lager, wo möglichst viele Melee-Mobs sind. Caster willst du nicht, weil Caster kommen halt nicht zusammen, ne? Möglichst viele Melee-Mobs drin sind, die sehr, sehr schnell nachspawnen. Das wäre halt das Optimale. Du bist gerade aufgestanden, naja, dann guten Morgen, ne? Ich weiß nicht, bin zum Überlegen. Eigentlich wären Mobs, die Elite sind, ein bisschen mehr EP bringen, am idealsten, ne? Ich wüsste jetzt so auf Anhieb, wüsste jetzt gar nicht, wo
wo ziemlich viele Viecher sind, ne? Also, wo der idealste Spot wäre. Na komm, geh mal in deine Phase. Ah, schau, muss nur meckern. So, jetzt nochmal drauf hier und gib ihm. Da geht er down. Oh, es hat nochmal ganz gut EP gebracht. So, jetzt schauen wir mal, was wir. Oh, ich habe sogar einen Rücken gekriegt. Und jetzt schauen wir nochmal, was mal im Säckchen drin ist. Brandblüten. Ja, gut, die kann man auch gebrauchen, ne? Die kann man auch gebrauchen. Muss man Unterlagen vernichten? Ja, dann vernichte mal Unterlagen. Ja, der Ahun mit seinem Stecken, ne? Der will ja nichts rausrücken. Der will nichts rausrücken, der Gute. Bringt denn die Instanzquest hier? 10k. Soll ich mal gucken, ob ich den hier gekillt kriege, was der an EP bringt, wenn ich den alleine angreife? Oder, also, ich denke mal, einen kriege ich tot, aber es wäre dann halt null effektiv, ne, eine Lithium-Mob zu töten. Wahrscheinlich bringt er dann nicht sonderlich viel EP. Oh, da kommt der nächste. Vor allem die Wachen stehen hier und helfen mir halt nicht, weißt du? Unfucking fassbar. Ja, es dauert ganz schön lange, den zu britzeln. Ach, verrichten. Ich hab vernichten aus dem Augenwinkel gesehen. Naja. Das war für mich sinniger, dass du was vernichten willst. 1200. Das kannst du, halt sowas von vergessen. Du müsstest da schon durchrushen, dass es rentieren würde. Und zwar richtig. Gut, okay, haben wir das auch geklärt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas finde, was ich krass farmen kann, ne? Gut. So, aber für die Folge soll es das wieder gewesen sein. Wir sind jetzt bei, ja, 42, etwa sowas um den Dreh hatten wir angefangen. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.